Hi Leute, hier ist eure Scarlet Rizard zu einem neuen Part von Let's Play Golden Sun. Wieder einmal mit einer kleinen Planänderung. Der gute Link-Fan hat mich ja gewarnt in einem Kommentar, dass wenn ich jetzt hier weitergehe, ich zum Endboss gelange und dass ich nach dem Endboss keine Möglichkeit mehr habe, zum entsprechenden geheimen Ort zu kommen. Und dann habe ich mir gedacht, du machst es jetzt eigentlich in Kingdom Hearts auch so. Ich finde, es wäre eigentlich besser, wenn du den Secret Boss zuerst machst. Und deswegen habe ich jetzt diese Entscheidung gefällt. Wir werden jetzt gleich Rückzug einsetzen, aus dem Venusleuchtturm rausgehen. Dann werden wir unsere Items ein bisschen reduzieren und versuchen, das zu verkaufen, was wir zu verkaufen können. Weil wir gehen ja jetzt an diesen geheimen Ort und ich weiß, dass der ein bisschen größer ist und man da auch viele Items findet. Was genau, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es viele sind und ich möchte so viel wie möglich mitnehmen. Und da müsst ihr mich dann leider mal ertragen, dass ich dann auch ein bisschen sozusagen die Fakten schaffe und dann auch ein bisschen kürze. So, Isaac. Rückzug, ja. Gut, wir können abhauen. Ich dachte, wir können nicht abhauen. Okay, das ist gut. Wir sind jetzt hier am Anfang vom Leuchtturm, oder? Ja. Gut, dann geht's da wieder raus, richtig? Ja. Tunnelruinen. Dann gehen wir jetzt von hier aus wieder raus. Gehen von hier aus nach Lalivero, es sei denn wir... Obwohl ich glaube, wir können von hier aus nicht nach Lalivero. Deswegen gehe ich den Weg jetzt so raus. Was diese beiden Truhen angeht, vor denen mich Link-Fan auch noch gewarnt hatte. Beziehungsweise wo er mir Bescheid gegeben hat. Die hole ich, wenn ich hier wieder hochgehe. Weil dann mache ich dann am Partanfang sozusagen nochmal einen erneuten Aufstieg zum Venusleuchtturm. Und dann gehe ich von da aus, also gehe ich den Weg wieder zurück und sammle dabei die Truhen ein. Dann habe ich das sozusagen noch vor dem Endboss. Das kommt eigentlich ganz gut. Und ich kann jetzt sagen, der Bereich, wo wir jetzt hingehen, das wird wohl ein bisschen länger dauern. Weil ich halt gewarnt wurde, dass der recht groß ist. Schätze ich mal, dass das so 3-4 Parts in Anspruch nehmen wird. Keine Ahnung. Ich werde mal gucken. So, hier verlassen wir jetzt die Tunnelruinen. Barbys Leuchtturm, die Tür geht auf. Hallo Iodem, hallo Rest, wir gehen mal weg. Das nimmt uns im Übrigen auch die Sachen ab, dass wir uns heilen müssen und so weiter. Dann werde ich das nämlich einfach so machen, dass ich mich einfach so heilen werde. Und so weiter. Und ja, komm her, Zunis. Dich prügeln wir auch noch. Ist ja nicht so das Problem. Und ja, ich weiß, ich sollte eigentlich ein bisschen mehr Psynergy benutzen, damit das nicht mehr so lange dauert. Aber ich hatte jetzt gerade mal keine Lust und bei einem Gegner lohnt es sich wirklich nicht. Im Übrigen, ich habe auch noch erfahren, dass in diesem letzten Bereich, da wo wir jetzt hingehen, dieser Sonderbereich, auch der letzte Djinn zu finden ist. Und somit hätten wir dann auch die ganze Liste voll. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. So, wir gehen jetzt in den Itemshop. Und wir verkaufen alles, was wir nicht brauchen. Hallo, wir wollen ganz viel verkaufen. So, dann gehen wir mal als allererstes durch. Den können wir nicht verkaufen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Die Köderkappe. Erhöht Zufallsbegegnung. Brauchen wir nicht. Ist aber ein seltenes Stück. Ich denke, dass ich das... Ja, mein letztes Angebot. Nimm es oder lass es. Ja, wir lassen es. Dann würde ich sagen, was verkaufe ich denn mal am besten? Ja, ich verkaufe mir das Flingschwert. Ja. Und den Adeptenhelm. Na, die Köderkappe auch mal. Wir brauchen sie eh nicht. Und, na toll, der Part ist nicht mal 5 Minuten. Den ganzen Tag hat er nicht angerufen. Jetzt ruft mein Vater an. Bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Ich habe kurz mit meinem Vater gesprochen. Ja, aber ganz im Ernst, den ganzen Tag, während ich jetzt meine ganze Arbeit gemacht habe vor den Aufnahmen, hat er die ganze Zeit nicht angerufen. Außer mal so gegen 10 Uhr, so von wegen, ja, vergiss nicht, dass du aufstehen musst, obwohl ich schon 2 Stunden wach war oder so. Und ja, dann letzten Endes kam es dann noch dazu, dass er halt erzählt hat, dass er heute voll die tollen Einnahmen hat, bla bla bla. Ich habe jetzt inzwischen im Übrigen schon die Items verkauft. Ich habe jetzt auch schon mich geheilt. Und jetzt machen wir uns auf in Richtung dieses Sonderbereiches. Wir verlassen Lalivero, gehen am Venusleuchtturm vorbei, denn wir müssen wieder in die Suhala zurück. Na,
Okay, den Venusleuchtturm, den hier können wir nicht umgehen. Wir wissen ja, dass der Tunneleingang sozusagen ein weiterer Eingang in den Venusleuchtturm ist, dass man auch reinkommt. Dementsprechend lernt man da auch noch einiges von. So, jetzt zu Hallator. Hier gehen wir durch. Und dann gehen wir weiter und weiter. Wir müssen zur Wüste. Etwa dorthin, wo wir den Mars-Gin gefunden haben. Ihr erinnert euch mit Sicherheit, dort war eine... Na, ich hau mal ab. Dort war eine Höhle und dort ist auch der Zugang zum geheimen Areal. Das hat mir der verraten, der mir auch von dem geheimen Areal erzählt hat. Also das hat er mir erzählt damals, als er mir das erzählt hat von wegen... Also ich habe ja noch ein paar Mal mit ihm gesprochen. Und als er mir das erwähnt hat, da hat er gemeint, ja, du musst dann nochmal in eine andere Wüste und dann ist da bei einem Djinn eine Höhle und da musst du hin. Und da kommst du dann zum geheimen Areal und ja, da gehen wir jetzt hin. Wir wissen ja noch, wie wir zu dem Djinn gekommen sind. Aber zuerst mal sind wir jetzt wieder in der Suhala. Hoffentlich begegnet uns kaum etwas. So. Noch ein Stück. Ich hau mal vor dem Manticore wieder ab. Damit wir möglichst schnell vorankommen. Ich möchte mir so viel wie es geht sparen, bis wir da sind. So. Ach, zwei Magikore. Na toll. Und er setzt auch noch Nova ein. Okay, wir hauen nochmal ab. Sollte jetzt aber noch ein Kampf kommen, dann kämpfe ich. So, jetzt sind wir hier. Und da oben sehen wir schon diesen roten Wirbelwind. Da müssen wir hin. Gut, Ivan, Enthüllung. Jetzt sind wir hier. Und hier ist diese Höhle. Da müssen wir rein. Hier müssen wir durch. Und hier müssen wir lang. Eine sehr, sehr kurze Höhle. Und hier ist jetzt ein roter Wirbelwind. Wir dürfen keinen Regenschauer, nichts einsetzen. Er muss uns wegwehen. Und wo landen wir? Dieser Ort ist nicht auf der Karte. Das heißt, wir sind auf einem unbekannten Stück Weltkarte. Tatsächlich. Das heißt, keine Orientierungsmöglichkeit. Der rote Wirbelwind würde uns theoretisch wieder zurück in die Wüste von Suhala bringen, soweit ich das weiß. Oder zumindest hoffe ich, dass er das tut. Und wir sind in der Schatzinsel. Cool. Eine Schatzinsel. Das ist natürlich extrem cool. Und, eine Truhe. Super. Kann man mit Enthüllung vielleicht daran kommen? Mal gucken. Nein. Aber was man mal machen könnte, wäre doch mal... Garrett, mach mal Verschieber. Ich will das Ding mal nach vorne holen. Na, klappt nicht. Schade. Das ist ärgerlich. Ich dachte, wir schaffen da was. Na gut, sehen wir uns hier auf der Schatzinsel mal ein wenig um. Es ist nur ein sehr kleines Eiland. Hier ist ein Stück Wüste, hier ist ein Stück anderes Zeug und bilde ich mir das ein oder hat es entfernt? Ganz entfernt sieht es ein bisschen aus wie ein Sternchen, oder? Nee, doch nicht. Habe ich mich verguckt. Liegt an der Spitze vorne. Na gut, dann sehen wir uns hier in dem Areal weiter um. Okay, wir haben hier einerseits... Okay, ich denke mal, hier müssen wir Wachstum einsetzen. Das heißt, wir müssen Djinns tauschen. Dann tauschen wir mal Toniko mit Strato, damit Mia Wachstum lernt. Moment, was hat... Achso, nee. Er hat nur Giftheilung gelernt, okay. Na gut. Ja, man sollte auch direkt vor der Pflanze stehen. Ich glaube, den Fehler habe ich schon öfter gemacht. Ich hoffe, den werde ich nicht wieder machen. Und, ach, wir dürfen ganz oft Wachstum einsetzen. Okay, das heißt, wir sind jetzt Bergsteiger. Ja, wir sind jetzt Bergsteiger. Und hier dürfen wir ein bisschen mit Wirbelwind arbeiten, glaube ich. Und wenn nicht mit Wirbelwind, dann mit Enthüllung. Und, was findet sich dort? Nix. Gar nix. Na, das ist ja toll.
nah nochmal direkt davor stehen. Gut, dass ich das nochmal kontrolliert habe. Diesmal standen wir nämlich nicht wieder davor. So, jetzt sind wir hier oben. Hier können wir uns weiter umsehen. Ah, hier ist eine Nuss. Wir haben lange nicht mehr Fänger benutzt. Die können wir also jetzt holen. Schnappen und behalten. Dann fallen wir mal hier runter. Fangen wir mal dort runter. Dann kommen wir jetzt hierher. Ah, ich verstehe. So kommen wir wahrscheinlich auch an die andere Truhe, ne? Dass wir uns von oben über einen entsprechenden Weg fallen lassen. Und oh, hier ist eine Höhle. Na, aber bevor ich die Höhle betrete, will ich mich noch weiter umsehen. Hier ist ja schließlich noch eine Truhe. Beziehungsweise hier sind sogar noch zwei Truhen. Aber die müssen wir erstmal bekommen. Ich schätze mal, wir müssen uns hier runterfallen lassen. Ja. Dann kriegen wir die Truhe. Und was kriegen wir? Wir kriegen eine Münze. Wow. Boah, ist das viel. Oh, und für die Truhe hätten wir uns doch woanders hin runterfallen lassen müssen. Na egal. Das heißt, nochmal hoch. Wir haben ja immerhin die Ranken. Wir können es also. So, hier hoch. Dann müssen wir die letzte Kante nehmen. Die hier. Und ja, wir landen bei der Truhe. Was kriegen wir? Minze. Jetzt haben wir schon dreimal Minze. Oh Gott, ich hoffe, du hast Mia die Minze gegeben. Wenn nicht, muss ich, ja, ich muss die Minze an Mia geben. Damit wir dann Platz sparen. An sich könnte ich aber auch nochmal die Minze verteilen. Das will ich aber noch nicht machen. Na gut, ich denke, hier haben wir uns jetzt ganz gut umgesehen. Dann gehen wir mal hier rein. Hier ist eine Höhle. Das scheint dieser geheime Ort zu sein, von dem er geredet hat. Hier gibt es Treppen und das sieht cool aus hier. Im Ernst. Oh, da können wir schon mal an eine Truhe kommen. Das will ich natürlich gleich versuchen. Ah, Mist, wir sind eins zu weit weg. Na gut, dann... Oh. Boss? Heißt das, wir müssen immer gegen Monster kämpfen, wenn wir durch die Truhe, wenn wir durch die Tür wollen oder was? Und ah, ich habe noch nicht ge. Oh, ich habe ja noch gar nicht die Gins wieder getauscht. Ist das scheiße. Na gut, dann setze ich mal Bruyère ein. Flammenwand vielleicht. Und Tornado. Und man hatte mir ja gesagt, ich soll mehr Psy-Energy einsetzen. Das bedeutet, alle setzen jetzt Psy-Energy ein und wenn einer effektiv ist, dann greifen wir dementsprechend mit der besser an. Ja, da nehmen wir jetzt... Damit kriegen wir jetzt, glaube ich, nichts hin. Aber zumindest zwei Viecher sind schon besiegt. Und der Hobo-Goblin noch... Also der Hob-Goblin noch nicht. Na gut, dann greifen wir mal so an. Ich denke, das reicht jetzt sogar schon. Was? Boah, hat der viele HP. Na gut, wir haben es geschafft. Und wir haben noch ein Level abbekommen und eine Glücksmedaille. Und jetzt können wir durch die Tür. Alles klar. Okay. Und bei den Items muss ich wieder gucken, dass ich die an Ivan gebe. Diesmal. Weil so kommen wir dann doch ganz schnell an das, was wir wollen. Und... Ah. Okay, wir müssen das verschieben. Glaube ich. Eins nach da. Dann kommen wir hier lang. Dann kommen wir da vorne an die Truhe. Sehe ich das richtig? Ja, ich sehe das richtig. Und wir erhalten 111 Münzen. Wieso kommt ihr auf so krumme Zahlen? What the fuck? Ist eine Münze jetzt 111? Hätten wir noch irgendwo 11 Münzen gefunden? Ich stelle es nicht in Frage. Ja, da kommen wir nicht an die Truhe, weil hier ist auch noch eine. Will ich die natürlich auch noch haben. So, Garrett, du verschiebst wieder und zwar nach dort dieses Mal. Oder? War das richtig? War das richtig oder war das... Nee, das war falsch. Oh, ist das ärgerlich. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Damit haben wir das erste Rätsel verkackt. Naja, ich wurde gewarnt, dass die Rätsel hier doch recht schwer sein sollen. Obwohl, so schwer sieht das bis jetzt gar nicht aus.
Ja, jetzt sitzen wir hier fest. Blacks. Also zurück kommt man auch nicht, oder wie? Scheinbar nicht auf diesem Wege. So. Okay, so kommt man zurück. Alles klar. Interessant. Aber wir können uns das ganze Ding nochmal ansehen. Ach, hier hinten ist auch noch eine Truhe. Holen. Und wir erhalten ein Gegengift. Ah, das müssen wir dann auch wieder weggeben. Und nett, unser Erfahrungsstand so geben an... An wen gebe ich das mal? An mir. Garrett hat schon so viele, dann gebe ich das an mir. Und ich glaube, ich sollte die Gins wieder zurücktauschen. Nur für den Fall der Fälle. Damit wir unsere gewohnten Psynergies einsetzen können. Und ich glaube, ich weiß, wie man jetzt hier den Weg zu der anderen Truhe findet. So. Ja, jetzt hat sich das Rätsel wieder resettet. Das heißt, wir können jetzt den hier nach dort schieben. Dann springen wir nach hier, nach dort und nach dort. Dann öffnen wir die Truhe und kriegen eine Nuss. Nüsse sind gut. Das bestreite ich nicht. So. Ja, jetzt müssen wir wieder rausgehen. Das ist ein bisschen nervig. Muss ich ehrlich sagen. Also das ist schon ein bisschen nervig, aber es... Es läuft bislang. So. Verschieber. Ich nehme diesmal den anderen Weg. Absichtlich, damit ich mehr erkunden kann. So, wir schieben mal nach hier. Springen mal nach dort. Und da ist wieder eine Truhe. Wunderbar. Und wir erhalten eine harte Nuss. Erhöht die nicht die Verteidigung? Wenn ja, wäre das ziemlich cool, die zu haben. Kann ja mal nachschauen. Und. Ja, stärkt die Verteidigung. Super. Dann benutzen wir die mal. Wer hat denn die niedrigste Verteidigung? Mia. Mia kriegt die Nuss. So. Und ja, ich entscheide einfach nur daran, wer die niedrigsten Stats in dem Bereich hat. Muss man, glaube ich, auch, weil... Es boostet ja das, was bei dem Charakter schlecht ist. Dementsprechend gut. So, Verschieber. Das war, glaube ich, eine schlechte Wahl. Ja, war es! Gott, warum mache ich so eine Fehler jetzt? Weil ich jetzt so langsam nervös werde, weil ich mir denke, oh mein Gott, ich habe gehört, die Rätsel hier sollen fucking schwer sein. Hoffentlich schaffe ich das. Aber ich kann mich auch beruhigen und mich auf die Aufgabe, die vor mir liegt, konzentrieren und meine Arbeit vernünftig erledigen, hoffe ich doch. Und wenn nicht, fail ich hier die ganze Zeit rum. Das ist auch lustig, könnt ihr zugucken. So... Oh, ja, hier sitzt man jetzt fest. Interessant. Die Frage ist jetzt nur, in welche Richtung muss ich den bewegen? Ich schätze mal in die Richtung. Oder habe ich das nicht damals falsch... Habe ich das nicht vorhin falsch gemacht? Wieso sage ich damals? Das war vorhin. Ach, egal. Es wird schon schief gehen. Ah, nee, das war nicht so gut. Oder? Oder Moment. Vielleicht war das auch ein Weg rüber. Vielleicht habe ich es... Ja, ich habe es genau falsch gemacht. Wieder. Schon... Obwohl, nee. Vielleicht kann ich von hier aus... Nee, kann ich nicht. Schade. Heißt, ich muss nochmal rausgehen. Aber so schwer ist es jetzt gar nicht. Es ist bloß ein bisschen verwirrend. Genau. Das ist das richtige Wort. Es verwirrt einen sehr leicht. Ich will jetzt aber nicht wirklich Rückzug einsetzen. Also kann ich einfach den Weg zurücknehmen?
Kann ich einfach einen Weg zurückfinden? Danke. Wieso komme ich so durcheinander? So viele Blöcke zum Springen. Okay, nach da, nach hier, nach dort. Durchatmen und durchhalten, Scarlett. Du schaffst das. Nur nicht die Ruhe verlieren. So, bei dem letzten weiß ich, ich muss das... Gleich falsch gesprungen. So. Ich schieb's jetzt nochmal nach da. Ich teste jetzt nur mal was, aber ich glaube, ich liege falsch. Aber lasst mich mal ausprobieren. An ein Rätsel kann man immer auf mehrere Arten und Weisen rangehen. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn ich das mal auf mehrere Arten teste. So, Verschieber. So, die Richtung. Obwohl, wenn ich jetzt ganz schlau bin, dann ziehe ich das Ding wieder an mich ran. Ach, das geht nicht. Oh, interessant. So, jetzt mal gucken. Der muss nach dort. Das sieht man daran, auf welche Blöcke man in der Nähe springen kann. Habe ich es etwa jetzt wieder genau? Ja, habe ich. Ich habe es wieder genau falsch gemacht, oder? Ah, ist jetzt auch egal. Noch ist nicht aller Tage Abend. Aber kurz davor. Ach, Mann. Mann, Frau, Frau, Mann. Wieso komme ich jetzt darauf? Weil ich immer Mann sage und eigentlich im Sinne der Gleichberechtigung müsste man auch Frau sagen. Ich weiß es, ich bin eine Frau. Für diejenigen, die das noch nicht wussten, ja, ich bin weiblich, nicht männlich. Ich hoffe, man merkt es an der Stimme, weil ich werde oft gefragt, ist ein Junge oder ein Mädchen? Deswegen, diese Frage kommt öfter auf, als ihr glaubt. So. So, jetzt nach... Da. Zack. Nach hier. Dort, nach dort. Ah, jetzt sitze ich wieder in der Falle. Kacke. Kacke, verdammte. Darüber muss ich. Querspringen geht nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich versage beim ersten Rätsel. Es ist traurig. Eine traurige Wahrheit. Eine traurige, unbestreitbare Wahrheit. Dabei fing es so gut an. Okay. Aber an sich habe ich das Prinzip des Rätsels verstanden. Und das ist, glaube ich, viel wert. Moment. Wieso verkacke ich die ganze Zeit? Ja, ich verkacke es wirklich die ganze Zeit. Ah, bin ich blöde. Bin ich blöde. Demnächst sage ich nicht mehr Zug, demnächst sage ich Töff Töff, weil ich keine geistige Reife mehr besitze. Links. Oben. Der hier muss jetzt nach... Der muss jetzt nach rechts. Oh. Oder? Doch, ja. Oder nein. Hä? Was ist mit dem Viech los? Kann ich das jetzt verschieben? Ja, ich kann den zu mir hinziehen. Gut. Ah, okay. Ich habe jetzt nur so lange gebraucht wegen der Truhen, oder? Ja, scheint so. Gut, nach hier. Nein, ich hänge nicht wieder auf dem Schlauch. Diesmal kann ich es.
So, so. Garrett, verschieben. Darüber. Erstes Rätsel geschafft. Erstes Rätsel verkackt. Was soll's. Oh! Ein Mimik. Okay. Mimik verkloppen? Ich bin sehr dafür. Ah, ich versuch's mal mit Lichtplasma. Ich guck mal, was effektiv ist. Und je nachdem benutzen wir dann das. Ich benutze mal Gletscher. Wind hat jetzt nichts gebracht. Was ist mit Erde? Erde ist ein bisschen effektiv. Ist auch nur ein bisschen effektiv. Was ist mit Feuer? Feuer ist sehr effektiv. Wunderbar. Oh, und ein Glück. Keine Psynergy-Verschwendung. So, dann eine Flammenwand. Drei normale Angriffe. Isaac macht auch noch eine Titanklinge. Super. Oh, das war's schon. Besiegt und ein Heiltrank. Klasse. So, dann hier noch die Abkürzung geschaffen. Ja, Abkürzung. Nun gut, hier geht es jetzt weiter runter. Ich weiß nicht, wie viele Ebenen dieses Ding hat. Aber ich weiß, dass wir jetzt schon einen etwas längeren Part haben. Deswegen würde ich dann sagen, ich beende hier den Part. Und wir machen dann im nächsten Part mit der Schatzinsel weiter. Ich hoffe dann mit ein bisschen mehr als das. Je nachdem, wie schnell wir hier durchkommen, desto schneller geht es zum Endboss. Dementsprechend toi toi toi, dass wir schnell durchkommen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute. Bye bye.